Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Was wäre der deutsche Wald ohne das in ihm heimische Wild? Hirsch, Sau, Fuchs und Reh. Beides gehört doch untrennbar zusammen, Wald und Wild. Und mit Verlaub und mit allem Respekt, Frau Ministerin, in Ihrem Entwurf steht das Gegenteil von dem drin, was Sie gesagt haben. Wald gegen Wild ist dort leider Ihr Leitmotiv. Dieser Gesetzentwurf ist getrieben von Angst, doch Angst vor dem Klimawandel, Angst vor Wildschäden und vor allem Angst vor wirtschaftlichen Einbußen in der Forstwirtschaft. Schwarz-Rot fordert hier feuerfrei auf Leittiere, also auch auf Muttertiere, feuerfrei auf Tiere mit ungeborenem Nachwuchs, feuerfrei zu allen Tageszeiten, zur Not sogar mit Nachtzielgeräten, Sie haben es gerade angesprochen, wie sie sonst nur von Soldaten im Krieg benutzt werden. Das lehnen unsere Jäger ab, und das lehnen auch wir mit Nachdruck ab. Lassen Sie uns sachlich drüber reden. Wir von der AfD sind bekannt dafür, dass wir den Waldumbau mit sachlichen Argumenten voranbringen wollen. Sie haben sie im Ausschuss auch mitbekommen. Wir gehen die Sache ganzheitlich an. Zum Beispiel fordern wir seit langem eine Fokussierung auf die Verbesserung von forstlichem Saatgut. Wir müssen jetzt die Baumarten züchten und weiterzüchten, die unseren Wald auch noch in 30, 50 oder 80 Jahren stärken. Oder wir fordern immer wieder im Ausschuss oder in unseren Anträgen, endlich das Personal in den Forstämtern wieder aufzustocken. So gelingt Waldumbau. Bei Ihnen hat man das Gefühl, dass hier einseitig die Forstpartie gegen die Jäger ausgespielt wird. Die Forstwirtschaft wird gegen die heimischen Wildtiere und gegen den Tierschutz ausgespielt. Zeile für Zeile stricht bei Ihnen das Weltbild der Lobbyverbände mit ihren Forderungen heraus, die Profitgier und die rein wirtschaftlichen Aspekte. Genau das ist der Inhalt Ihrer Gesetzesvorlage. Das ist ein Lobbygesetz und nichts anderes, liebe Kollegen. Lieber Kollege, aus 20-jähriger Erfahrung als Jäger weiß ich, dass zum Schutz des Waldes und der Wildbestände Eingriffe nötig sind. Das ist klar. Aber ich wehre mich mit Nachdruck dagegen, alle bisherigen Regeln ohne Not über den Haufen zu werfen. Das, was Sie vorschlagen, ist in der Praxis auch gar nicht möglich. Fragen Sie doch mal die Jäger. Hätten Sie die Jagdverbände gefragt, aber die wurden erst gar nicht richtig eingebunden. Und an dieser Stelle möchte ich mich für das Engagement unser Jäger bedanken. Frau Ministerin, auf diese engagierten Frauen und Männer werden Sie bei der Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest noch dringend angewiesen sein. Mein aufrichtiger Dank an dieser Stelle für die deutschen Jäger. Der Wald kann nicht ohne Schutzmaßnahmen von alleine wachsen. Jetzt haben Sie auch noch in der Vorlage den Begriff Naturverjüngung gestrichen, und jetzt soll sich der Wald nur noch selbst verjüngen. Wenn wir für den Waldumbau Douglasien, Eiben, Elsbeere oder auch Ahorn pflanzen, dann geht das nicht ohne Schutzmaßnahmen. Das weiß jeder, der auch nur ein wenig im Wald oder mit dem Wald zu tun hat. Gerade bei den fremdländischen Baumarten brauchen wir doch weiterhin einen Verbissschutz. Da können Sie unser Schalenwild bekämpfen, wie Sie wollen. Das allerletzte Reh, das dann irgendwo noch übrig bleibt, das allerletzte Reh wird Ihnen diese Bäume dann doch wieder verbeißen oder schälen. Hören Sie endlich auf, das Reh als Schädling zu diffamieren. Hören Sie auf, unserem heimischen Wild die Schuld am Klimawandel zu geben. Jagd und Schießen ist doch nicht der einzige Aspekt, wenn wir über den Waldumbau sprechen. Diesen Irrsinn machen wir nicht mit. Liebe Kollegen, kehren Sie zurück zu einem Wald-Wildmanagement, das nachhaltig ist. Nachhaltig im wahrsten Sinne des Wortes. Kehren Sie zurück zu den ethischen Grundsätzen, die wir dem heimischen Wild schuldig sind. Wald mit Wild, das sind wir im 21. Jahrhundert der Natur, unserer Umwelt, unserer Heimat schuldig. Kehren wir zurück zu dem Grundsatz, den Schöpfer, liebe Kollegen, den Schöpfer im Geschöpfe ehren, wie es hunderttausende Jäger in diesem Land gelernt und verinnerlicht haben. Ich danke Ihnen.